Ja, und für alle, die Bock haben, zeige ich jetzt nochmal die Entstehung dieses Bildes. Viel Spaß beim Anschauen, gute Unterhaltung. Ja, am Anfang war die Skizze und dann kam auch gleich das Mischen der Farben, weil ich die alten Paletten einmal durchgespült habe. Ich habe zuerst natürlich den Körper des Surfers aufs Papier gebracht, zwischendurch geföhnt, um wieder neue Schichten draufzulegen, die nicht ineinander laufen sollen. Und dann ging es auch schon an das Mischen der Farben für den Hintergrund. Heißt, die Meeresbrandung, die Gischt, wie auch immer. Und wieder zwischenföhnen, Licht und Schatten setzen. Ihr seht, das geht ruckzuck. Naja, es geht schnell in so einem Zeitraffer-Video.